Also ich bin Carsten Müller, bin 55 Jahre alt und eigentlich bin ich vom Beruf her Steinmetzmeister und Steinbildhauermeister und war die letzten 20 Jahre selbstständig und habe dann vor einigen Jahren entdeckt, dass ich unheimlich gerne unterrichte. Das hat so ein bisschen mit meinen Kursen zu tun. Ich habe dann ganz viele Bildhauerkurse gegeben und habe gemerkt, dass mir das eigentlich ganz gut liegt und habe dann noch den Restaurator gemacht und habe dann Restaurierung und Konservierung unterrichtet und bin dazu so meinem Job Lehrer gekommen. Musik mache ich eigentlich schon, seitdem ich 6 Jahre alt bin und habe dann irgendwann die Geige gelassen und bin dann auf die Gitarre übergeschwenkt, weil das irgendwie mir dann doch ein bisschen cooler erschien, so mit 13. Habe da so die Beatles entdeckt und seitdem bin ich eigentlich auch tatsächlich schon so auf der Bühne, seitdem ich 14 bin. Das war so die erste Bühnenerfahrung und die war relativ ernüchternd. Ich weiß nur ganz genau, da war ich mit meinen ersten Kumpels, Musikkumpels zusammen und die hatten beide irgendwie, waren die total klasse drauf. Die konnten schon richtig gut musizieren. Ich hatte irgendwie wirklich gerade mal eben so die ersten Sachen aus dem Beatles Complete gelernt. Ne? Das Beatles Complete, das steht auch immer noch da. Und ich weiß noch, das war irgendwie auf dem Gymnasium und in meiner Erinnerung erscheint mir das alles riesengroß. Also das ist ein riesengroßer Raum mit ganz, ganz vielen Lichtern und ohne Ende Leute. Das war wahrscheinlich gar nicht so. Und ich weiß noch ganz genau, als die ersten Töne dann erklungen sind, ich weiß nicht mehr, welche Nummer es war, und ich loslegen sollte zu singen, ist gar nichts passiert. Also ich bin völlig ohne einen Ton, mit der Gitarre in der Hand, hab da gestanden, wirklich, und konnte gar nichts machen, überhaupt nicht. Und meine Kumpels haben das dann irgendwie so gerettet. Ja, und ab dann habe ich natürlich dann fleißig geübt und dann wurde es natürlich auch besser und da hat eigentlich so ein bisschen die musikalische Karriere gestartet, in Anführungsstrichen. Jetzt im Moment bin ich tatsächlich hauptberuflich Lehrer für Kunst und Musik an einer Förderschule in Sprockhövel und arbeite mit geistig behinderten Jugendlichen zusammen und ich unterrichte in der Klasse 12 und bin in meinem zweiten Leben eben neben halt der Lehrertätigkeit Musiker. Habe gerade eine CD produziert und aufgenommen und herausgebracht und bin Sänger beim Rockorchester Ruhrgebiet. Das ist ein ganz, ganz großes Orchester. Da haben wir beide uns auch kennengelernt vor einigen Jahren und da bin ich im Moment, bin ich seit über 20 Jahren Sänger und in den letzten 2 Jahren bin ich auch Moderator in Vertretung für meinen guten Freund Kiki, der aus gesundheitlichen Gründen sich gerade so ein bisschen zurückziehen muss. Das ist eigentlich gerade, was ich im Moment mache. Und im Moment ist es eben so, dass natürlich wir durch Corona einfach alle in einer riesengroßen Blase sitzen, in einer Pause uns befinden. Und insofern liegt alles auch so ein bisschen brach. Ne? Und wir tun dann eben halt so die Dinge, um uns fit zu halten, um weiterhin irgendwie am musikalischen Leben teilnehmen zu können. Ich spiele den Song Schattenkind, dessen Titel mich von einem Buch inspiriert hat, das ich vor längerer Zeit gelesen habe. Und das im Grunde genommen meine inneren Ängste repräsentiert, die ich versuche natürlich in den Griff zu bekommen und die in dem Song aufgearbeitet werden. Schattenkind. Schritte hemmt, bin ich da, wo mich niemand finden kann. Wenn mich das Grauen einholt, ich winzig klein, alleine bin und das Chaos dringt unerbittlich auf mich ein. Wenn meine Gedanken sich verzerren und ihre Schlieren ziehen und meine Gefühle mich verwirren, kann ich mich leider nicht mehr ihrem Griff entziehen. In erlöschter Hoffnung kann mich alles leuchten sehen, dass es nicht mit einem passiert. Welche Melodie möchtest du denn jetzt hören?
wovon entfernst du dich? Und was ist in dir? Welchen Rhythmus möchtest du jetzt spüren? Die Gedanken sollen endlich aufhören, sich zu drehen. Ich will kein Schattenkind mehr sein. Ich will dahin, wo alle Sonnenkinder sind. Hat. Wenn alles taut, was noch geboren ist, wende ich meinen Blick von den Dingen ab, die mich verdunkeln, sodass man ganz das Licht vergisst, dass es nicht mit einem passiert. Welche Melodie möchtest du denn jetzt hören? Wovon entfernst du dich? Und was ist in dir? Welchen Rhythmus möchtest du jetzt spielen? Die Gedanken sollen endlich aufhören, sich zu drehen. Ich will kein Schattenkind mehr sein. Ich will dahin, wo alle Sonnenkinder sind. Gedanken sollen endlich aufhören, sich zu drehen. Ich will kein Schattenkind mehr sein. Ich will dahin, wo alle Sonnenkinder sind. Oh.